Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem kleinen Sommerspaziergang. Es ist sehr warm heute, aber ich habe schon ein paar Sachen erlebt. Vorhin hatte ich zum Beispiel in meiner Nähe einen kleinen Vogel, von dem habe ich auch ein paar Bilder und ein Video gemacht. Das war wirklich ein süßer. Aber jetzt habe ich ihn mal in Ruhe gelassen. Er war ganz in meiner Nähe. Ja, und leider habe ich heute keine Spinnen in Action gesehen, sondern nur eine, die in ihrem Netz hing und auch etwas besser zu sehen war. Von der habe ich zwei Fotos gemacht, die ich euch dann später zeige. Ich hoffe, man erkennt sie. Ja, aber der kleine Vogel, der war wirklich niedlich. Ja, und ich habe einige Bilder von Blumen und Pflanzen gemacht. Es ist halt noch nicht sehr herbstlich. Leider ist es auch noch ziemlich warm. Ich transpiriere sehr stark. Ja. Ja, dieses Wochenende ist das Mera Luna Wochenende und ich bin nicht da, aber ich trage meinen Mera Luna Top vom letzten Jahr, dem zu Ehren. Das habe ich gestern schon getragen, auf der Arbeit, ja, und habe mir gewünscht, ich wäre jetzt gerne da, aber ich war nicht da. Aber nächstes Jahr wird es dafür umso schöner. Ich laufe hier gerade an einem tollen Apfelbaum vorbei, wo wirklich krass viele Äpfel drin hängen. Ach, toll, ich freue mich schon auf die Ernte. Ja. Ah, wenn die Sonne so von hinten kommt, ist das ein bisschen blöd. Dann sieht man mich so schlecht. Aber jetzt sieht man mich wieder. Jetzt bin ich wieder im Schatten. Das Nachtschattengewächs. Ja. Heute sind auch überhaupt nicht viele Menschen unterwegs. So überhaupt gar nicht so viele. Auch keine Autos. Also ich habe vielleicht eins oder zwei Autos an mir vorbei fahren sehen heute. Denen ist es anscheinend allen zu warm oder sie sind am Badesee, keine Ahnung. Ja, schwimmen würde ich gerne auch mal wieder gehen. Aber da wir kein Freibad mehr haben, vorerst nicht, das wird umgebaut. Ja, muss ich mit der kalten Dusche zu Hause vorlieb nehmen. Aber das ist ja auch okay. Bin sowieso mal gespannt, was sie da an unserem Freibad so bauen. Ich hoffe, es wird schön, weil es sollte ein Strandbad werden. Mal gucken, ob sich das umsetzen lässt. Ja, direkt so an der Lahn. Ja. Ich habe auch Sachen gehört, die eigentlich gar nicht so gehen, wenn da kleine Kinder dann ins Freibad gehen wollen. Wie zum Beispiel die Lahn damit einzubeziehen in das Freibad. Das ist eigentlich eher nicht so gut, weil wenn nämlich die kleinen Kinder in die Lahn gehen, ist das ja natürlich ja nicht so schön. Durch die Strömung und die Lahn ist auch nicht besonders sauber. Deswegen sollte man das mal schön lassen. Ja, ich bin jetzt hier wieder an meinem Lieblingsplatz unterwegs, wie ihr seht. Den tollen Apfelbaum habe ich euch ja schon gezeigt. Aber es ist halt eben noch Sommer. Noch ist Sommer. Bald erwartet euch ja der Mittelaltermarkt-Vlog und alles, was dazugehört.
tatsächlich ja zwei Get Ready With Me's, weil ich ja an beiden Tagen gehe, am Samstag und am Sonntag. Und ja, da wird es dann zwei Outfits und auch zwei Make-ups geben. Ja, jetzt sind wir wieder im Schatten. Man sieht mich wieder ein bisschen besser. Es ist so warm. Ich mag keine Hitze. Aber das habe ich ja schon zur Genüge kundgetan. Ja, ich war heute auch wieder sehr produktiv. Ich habe auch zwei Videos gedreht für den September schon. Und ich habe auch schon Videos gedreht für den Oktober, also für die Gruselzeit. Zwei Stück. Da war ich schon sehr produktiv, aber das war nicht heute. Heute waren die Videos für den September dran. Ja, das hier wird so ein kleines Spaziergeh-Update-Video quasi. Ja, und es macht mich sehr traurig, dass ich dieses Jahr nicht auf dem Mera Luna bin. Dafür bin ich nächstes Jahr nicht auf dem WGT. Ich kann mir leider immer nur ein Festival pro Jahr leisten, da ich auch alleine fahre und alleine dafür sparen muss. Und ja, würde mein Mann mitfahren, wäre das natürlich eine ganz andere Sache, aber mein Mann ist nicht so der Typ für viele Leute und Festivals und Tralala und Pumpapa. Ich dann schon eher. Deswegen muss ich eben alleine dafür aufkommen. Und ja, da kann ich mir eben nur ein Festival pro Jahr leisten. Weil ich dafür ja auch sehr lange sparen muss. Ich will mir dort was leisten. Und ehrlich gestanden, zelten möchte ich auch nicht mehr. Das war auf dem WGT das letzte Mal. Erstens ist man immer viel zu früh wach, weil es da eben so ungemütlich und laut ist. Und zweitens bin ich auch nicht mehr die Jüngste. Nein, nein. Ja, leider sitzt auf meinem Platz jemand. Also mache ich hier vorne eine kleine Rast und drehe dann wieder um. Wir haben heute nämlich noch ein bisschen was vor. Denn ich bin ja nicht nur Grufti. Und ich spiele auch gerne Computerspiele. Und da wollen mein Mann und ich uns heute wieder mit Vergnügen, mit Computerspielen. Ja. Oh, ich glaube, mein Platz ist frei geworden. Ja. Mein Platz ist frei geworden. Also begleitet mich noch ein bisschen zu meinem Platz. Sozusagen mein kleiner Rastplatz, an dem ich immer meine Pause mache. Dann sitze ich da so 10 Minuten und dann drehe ich wieder um. Und ich muss euch hier oben diese Landschaft zeigen, die ist einfach wunderschön. Da ist der Platz unter den beiden Birken. Und diese traumhaft schöne Landschaft hier. Und da gehen wir jetzt zusammen hin. Zu diesem Platz mit den beiden Bänken. Da werden doch schon ein paar Blätter bunt. Aber
eben noch nicht genug, dass man sagen könnte, es ist herbstlich. So, hier mache ich meine Rast auf dieser Bank. Kann man nämlich auch die Beine ein wenig hochlegen. So, und jetzt verabschiede ich mich von euch und wünsche euch eine schöne Zeit. Guten Tag. Ja, sind gerade ein paar Radfahrer an mir vorbeigefahren. Wie gesagt, jetzt verabschiede ich mich von euch und wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Zeit. Und wir sehen uns in meinen nächsten Videos wieder. Jetzt folgen noch ein paar Bilder und kleine Videos. Bis dann. Tschüss.
against the waves with our swords in our hands, against the sea with our backs to the walls, against the stress in the presence of our enemies, against the storms roaring at our faces, the cry rang out throughout the skies, epic in the flight of the cranes. The call. Beschwörungen sammeln. Zauberer Bruder, und das
viel gesehen, haben Träume gejagt, mussten viel überstehen, haben alles gewagt. Haben zu viel geliebt und alles genommen, haben alles gegeben und mehr. Haben so viel gesehen, haben Träume gejagt. Bruder, ich blieb und ich wagte kaum aufzusehen unter der Knute. Zaubere Bruder, wir gaben die Kraft und die Jugend für unseren Herrn. Zaubere Bruder, auch ich wollte frei sein und hab für den Meister geblutet. Zaubere Bruder, dabei wollte ich mit dir die Erde bereisen so gern. Zauberer Bruder, du hast im Geheimen für manchen den Kopf hingehalten. Zauberer Bruder, wer nicht weiter konnte, fand Hoffnung und Hilfe bei dir. Zauberer Bruder, viel härter ist's, Hand anzulegen, statt sie nur zu falten. Zauberer Bruder, wo ich auch hinkam, war's besser und schlechter als hier. Haben so viel gesehen, haben Träume gejagt, mussten viel überstehen, haben alles gewagt. Haben so viel geliebt und alles genommen, haben alles gegeben und mehr. Haben so viel gesehen, haben Träume gejagt. No.